Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück bei Minecraft mit Nizi auf Wanderung. Ja, ich hätte mich beinahe schon versprochen und muss jetzt hier fast lachen. Ich baue mir jetzt hier mal die beiden Boote und dann werde ich mich mal auf den Weg machen, ein bisschen übers Meer schippern und ja, gucken wir mal, was dabei rumkommt. Ich bin echt gespannt. Plopp! Es hat ja richtig geploppt hier. Ich hoffe, dass meine Boote nicht so schnell kaputt gehen. Und dass man nicht so viel Hunger bekommt beim Bootfahren. Aber ich glaube, da verbraucht man gar nichts. Nee, es ist ja auch keine Anzeige da. Das heißt, wir könnten ja natürlich die ganze restliche Aufnahmesession einfach hier mit dem Boot durch die Gegend schippern. Aber nein, das tue ich euch natürlich nicht an. Ich werde mal gucken, was sich hier hinten noch so ergibt. Ich frage mich gerade, ob das dieser Teil ist, wo wir uns letzte Mal aufgehalten haben, was wir uns letzte Mal angeguckt haben. Aber das sieht eigentlich nicht so aus. Oder doch? Ich bin mir da immer ziemlich unsicher. Ich werde nochmal hier weiter düsen. Vielleicht sollte ich mir einfach mal eine Richtung aussuchen, in die ich fahre und dann einfach fahren, 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 bis es nicht mehr weitergeht. Ich bin echt der Meinung, da hinten steht die Hütte. Ich guck mal F3 nach Westen. Wir fahren also nach Westen. Ich werde jetzt hier einfach Richtung Westen fahren, bis ich irgendwo auf Land stoße, denn das ist mir da echt zu skurril. Ich meine, ich verlaufe mich ja sowieso schon ständig, aber das da mit dieser Schneelandschaft und den immer wiederkehrenden ja, Landschaften, wenn man das so will, das irritiert mich noch mehr. Also aufgrund dessen einfach mal irgendwo anders hin. Mal schauen, was hier geht. Immer noch Eis. Wow. Nein, ich will da nicht gegenfahren. Oh, wow. Na, das ist mal nice. Hammerberg, okay. Aber immer noch Schnee. Ich werde da mal so ein bisschen vorsichtig drumherum fahren. Nein. Nein. Ich bin gefangen. Also ich glaube, ich komme hier nicht raus aus dem Gebiet. Ich muss, glaube ich, im ewigen Eis in meinem Boot sitzen, damit ich nicht verhungere. Ich bin mir auch ehrlich gesagt gar nicht so sicher, wie es ist, wenn ich aussteige. Senkt sich dann die Hungerleiste oder nicht? Also das würde mich echt mal interessieren. Da bin ich echt gespannt drauf. Ja, das stört mich hier total. Was haben wir hier? Höchstwahrscheinlich auch Eis. Boah, das gibt's doch nicht, Leute. Hört das irgendwann mal auf? Irgendwie scheint es nicht so zu sein, dass es mal aufhört mit dem Eis. Sind auch keine Wale mehr da. Sonst hatten wir ja hier mal die zwei Wale gesehen. Das fand ich ganz nice. Gibt's auch nicht mehr. Ja, dann müssen wir elendig irgendwo verrecken. Ich gehe jetzt hier mal an Land. Plopp. Und dann gucke ich hier nochmal um die Ecke. Ja, das hatte ich mir ein wenig anders vorgestellt hier. Das gibt's doch echt nicht. Es sieht auch sehr witzig aus, wie der Schnee manchmal so überhängt. Und da hinten ist eine Ente im Wasser. Mal gucken, ob wir die bekommen.
nichts eingesammelt? Ich hoffe. Ja, 3 Fleisch haben wir jetzt. Drei Fleisch ist gut. Das reicht erstmal wieder. Aber nicht lange. Leider, leider. Habe ich hier Hühner gehört oder habe ich mich getäuscht? Ich weiß es nicht. Ich dachte, ich hätte Hühner gehört. Ich habe schon eine Halluzination. Vor lauter Hunger. Oder Panik, dass ich verhungern könnte. Ja, krasse Bäume. Und mein Rechner grummelt schon. Der hat schwer zu schaffen. So, dann holen wir uns jetzt hier das Essen noch weg. Das wächst übrigens nach. Das hatte der Maskenseim erzählt in seinem Video. Guckt gerne mal bei ihm vorbei. Das wusste ich vorher auch noch nicht, dass das hier immer nachwächst. Aber höchstwahrscheinlich eh nicht so reichlich, dass man davon halt überleben könnte. Auf Dauer jedenfalls nicht. So, ich gehe einfach mal hier hoch. Das finde ich auch total schön, dass dieser Schnee, dass das hier so grün ist. Ich finde die Farbe auch so toll. Okay. Ich frage mich manchmal, wenn man hier weiterlaufen würde, das sind ja Schienen, würde man dann wieder auf eine andere Station stoßen? Das würde mich echt mal interessieren, aber das habe ich noch nicht ausprobiert und ich weiß nicht, ob das jemand anderes schon ausprobiert hat. Ich ziehe immer engere Kreise. Ja, das bringt hier alles nichts. Ich werde auf jeden Fall weiter mit dem Boot irgendwo langfahren. Weiß nur noch nicht wo. Mich würde jetzt wirklich mal interessieren, wie diese Karte aussehen würde, wenn man eine Journey Map oder sowas drauf hätte. Ich sollte auch wirklich nicht so viel durch die Gegend laufen, sondern dann mich entscheiden, vielleicht wirklich mal mit dem Boot zu fahren. Damit ich doch nicht so viel essen muss. Werde jetzt auch irgendwo, glaube ich, mal meinen Ofen aufstellen müssen, damit ich mir mein restliches Fleisch noch braten kann und auf jeden Fall noch ein Boot herstellen. Ich denke, das könnte ich mal hier machen. So. Ein Ofen. Ja, komm. Nehmen wir ein Stück Kohle. Wir sollten das Stück nehmen. Dann haben wir wieder einen Taschenplatz frei und eine Werkbank brauchen wir. Ich meine Werkbank da stehen lassen. Oh mein Gott. Oder bin ich einfach nur blind? Nee. Ja, bestimmt habe ich einen Erfolg erzielt, weil ich auch noch gar keine Werkbank gebaut habe. Naja. So, Taschenplätze wieder belegt, super. Kann das weg. Brauche ja noch den Ofen. Und die Werkbank möchte ich ja eigentlich auch wieder mitnehmen.
So, und was schmeißen wir jetzt weg? Wir schmeißen hier, das schmeißen wir weg. Und die Federn können wir auch wegschmeißen. Und unser Bett aufstellen und schon wieder schlafen gehen. Oh wei, das geht so schnell hier. Naja, noch nicht ganz. Das sieht sehr dunkel aus, aber die Sonne ist auch schon fast untergegangen. Da können wir schlafen. So, jetzt werde ich mal zusehen, dass ich wirklich irgendwo mal mein Boot ins Wasser setzen kann. Hallo? Geht das? Okay. Dann machen wir es halt so. So, wo fahre ich jetzt hin? In welche Richtung? Nach Osten. Okay. Da unten schwimmen schon die Haie. Die haben schon Witterung aufgenommen. Die wissen, dass wir bald verhungern werden. Und werden jetzt fleißig unser... Da ist ein Wal. Ich weiß allerdings nicht, ob die höchstwahrscheinlich zerstören die Boote, wenn man denen zu nahe kommt. Da unten ist er. Noch einer. Oder war das nur ein Schatten? Nee, das war nur ein Schatten. Also deswegen möchte ich denen eigentlich nicht zu nahe kommen. Dann sind wir hier auf dem offenen Meer höchstwahrscheinlich ohne Boot, müssen schwimmen und das werden wir sicherlich nicht überleben, denn wir haben nicht so viel Essen und wir werden ganz schön viel Hunger bekommen beim Schwimmen. Das ist übrigens total toll gemacht mit diesen Wasserpflanzen. Gefällt mir. Mal ein bisschen umgucken. Ah, hier ist echt nichts. Außer blöde Tintenfische. Die sind auch immer witzig. Man... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Das ist doch kein Unterwassertempel, oder? Wow. So, was ist das? Ein Lapisblock, okay. Wow, ist schon nice. Aber wir können da höchstwahrscheinlich nicht runter. Schade. Mal ein bisschen tauchen. Das sieht ja schon cool aus. Kannst aber nicht erkennen, was das ist. Man kriegt hier Luft. Ach, wie nice ist denn das, Leute? Vor allen Dingen, was ist das? Und wie viele Monster rennen hier rum? Das würde mich viel mehr interessieren. Da hinten steht auf jeden Fall ein Skelett. Oh, 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 oh. Man kommt da gar nicht richtig durch.
soll denn das sein, bitteschön? Glowstone? Was rennt da hinten rum? Oh oh. Nein. Das ist ja cool. Aber liebe Leute, bevor ich hier weitermache, werde ich da in die Truhe gucken. Mit euch zusammen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwie angefeindet werde. Kommt man da irgendwie rein? Höchstwahrscheinlich schlecht. Naja, das ist ja jetzt nicht so sehr ergiebig. Kann man das abbauen? Oh, hier würde ich ja alles gerne abbauen, Leute. Hier würde ich echt gern alles abbauen. Ja, aber ich mache jetzt erstmal Feierabend. Da ist irgendein... Ja, hier sind Wale. Vielleicht sollten wir uns hier auch mal so ein bisschen einbauen. Und ich muss was essen. Und hier wird es auch sicherlich unten nicht viel zu essen geben. Vermute ich mal. Höchstwahrscheinlich werden wir sterben. Ne, die Wolle will ich jetzt nicht unbedingt dafür verwenden. So, haben wir alles zu? Nein, natürlich nicht. So. Hier sind auch irgendwie Fledermäuse, habe ich gehört. Ich baue hier trotzdem noch eine kleine Fackel rein. Die Steine sehen cool aus. Block of Lead. Okay. Ja, also wir bekommen hier unten Luft. Es hat sich doch gelohnt, ne? Entweder hopp oder top. Entweder wir sterben oder entdecken was Schönes. Und ich glaube, wir haben was Schönes entdeckt. Und es freut mich auch, dass ich euch was Tolles zeigen konnte. Und wir werden uns auf jeden Fall in der nächsten Folge hier noch ordentlich umschauen. Entweder gehen wir drauf oder nicht. Vielleicht finden wir noch was Schönes, was wir gebrauchen können. Ich denke, wir werden eh sterben, weil ich nicht mehr sehr viel zu essen habe. Vielleicht wäre es besser, wenn ich wieder nach oben düse, aber da gibt es ja auch nichts zu essen, da ist nur mehr. Ja, mal sehen, wie es weitergeht. Ich sage bis denn, bye bye, eure Nizi.